Also hier gibt es echt alles. Speed, Falschgeld, Kokain. Dann bringst du dir bei, wie funktioniert Phishing, dann liest du, wie funktionieren Schadsoftware und so. Und dann bist du da voll drin. Und daraus ist dann letztendlich Wall Street Market entstanden. EduCard, das wird ziemlich spannend. Ich hatte auf meiner Wallet 30 Millionen Euro in Bitcoin. Im Darknet gibt es zahlreiche Online-Marktplätze, ähnlich wie eBay oder Amazon. Nur, dass man hier anstatt normalen Alltagsgegenständen Dinge wie Drogen, gefälschte Pässe oder sogar Waffen kaufen kann. Diese Marktplätze sind illegal und werden deswegen immer wieder von Behörden auf der ganzen Welt hochgenommen. Vor einiger Zeit habe ich ja schon mal ein Video über das Darknet gemacht und damals versucht, da was zu kaufen. Das hat leider nicht so richtig funktioniert. Deswegen will ich das diesmal nochmal versuchen. Außerdem werde ich mit jemandem sprechen, der so einen illegalen Darknet-Marktplatz betrieben hat und dann gefasst wurde. Ich will wissen, wie funktionieren diese Darknet-Marktplätze? Sind die wirklich komplett anonym? Und wie schwer ist es, da was zu kaufen? Der Wall Street Market war über mehrere Jahre einer der größten Darknet-Märkte. Auf der Plattform wurde mit geklauten Daten und Dokumenten, Schadsoftware und vor allem Drogen gehandelt. Damit wurde insgesamt ein Umsatz von über 40 Millionen Euro generiert. 2019 wurde der Wall Street Market von Europol und dem Bundeskriminalamt beschlagnahmt und abgeschaltet. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich auf der Plattform 63.000 Verkaufsangebote, 5.400 Verkäufer und 1,15 Millionen Kundenkonten. Die Betreiber wurden festgenommen und kamen vor Gericht. Nun wurde im Prozess das Urteil gesprochen und die Verantwortlichen wurden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Ich treffe Martin, er war unter dem Synonym The One einer der Gründer und Administratoren des Wall Street Markets. Hi, Tag. Hey, freut mich, hi. Martin, na, alles gut bei dir? Ja, soweit. Heute nochmal ein Tag in Freiheit. Ich hoffe, es folgen noch ein paar. Was wird dir denn eigentlich so zu Lasten gelegt? Also, ne, du stehst ja jetzt gerade mehr oder weniger vor Gericht. Was ist passiert? Also es ist so, ich habe zusammen mit zwei Mittätern einen Marktplatz geführt, einen Darknet-Marktplatz. Wir wurden 2019 dann verhaftet. Dem voran sind Ermittlungen gegangen vom BKA, Europol, FBI. Und laut der Anklage waren wir der zweitgrößte Marktplatz zu der Zeit. Wir sind auch alle in U-Haft gekommen. Dieses Jahr haben wir alle unsere Urteile gekriegt wegen bandenmäßigen Drogenhandel und Untreue. Und wie lautet deins? Meins lautet 7 Jahre, 9 Monate. Das ist ja schon eine echt lange Zeit, ne? Das ist eine sehr lange Zeit, ja. Wie bist du dazu gekommen, dich überhaupt mit dem ganzen Thema Darknet zu beschäftigen? Ich hatte die ersten Kontakte mit der Szene und auch ein bisschen mit dem Dark Web, so mit 15 ungefähr. Ich war schon immer so ein computeraffiner Typ, mich hat das immer interessiert. Und dann bin ich irgendwann auf diese Szene gestoßen und es hat mich komplett fasziniert als junger Mensch. Das hatte so eine Anziehungskraft und ich habe dann ganz lange nur mitgelesen und dann bringst du dir bei, wie funktioniert Phishing, dann liest du, wie funktionieren Schadsoftware und so und dann bist du da voll drin und ich habe ganz lange nur mitgelesen und über die Jahre lernst du dann halt auch Leute kennen, mit denen tauschst du dich aus und ich fand es so spannend. Aber ich hatte damals noch, und das habe ich über die Zeit verloren, ich hatte damals noch Hemmungen, selber was zu machen. Mhm, weil also, du wusstest, das ist irgendwie ja, kriminell oder falsch. Klar, ne, ja. du hast dann das noch. Aber je mehr du da mitliest und je mehr du irgendwie dich mit anderen Leuten unterhältst und dann codest du mal ein Skript für den einen und der macht dann damit irgendwie Geld und so. Und je mehr du da eintauchst, umso weniger wird diese Stimme im Kopf, die sagt, hey, das ist falsch, was du machst. Und irgendwann ist die weg. Und du siehst es nur noch aus so einer technischen Faszination raus, ne? So war es bei mir. Und ja, da in dieser Szene habe ich dann auch meine Mittäter kennengelernt. Und daraus ist dann letztendlich Wall Street Market entstanden. Ich will mir jetzt mal anschauen, wie Darknet-Marktplätze wie der Wall Street Market aussehen und was man da alles kaufen kann. Und dafür muss ich natürlich erstmal ins Darknet kommen. Für alle, die nicht so genau wissen, was das Darknet eigentlich genau ist, hier nochmal kurz zusammengefasst. Das Darknet ist ein versteckter Teil des Internets, der für alle mit einem normalen Internetbrowser unsichtbar ist. Webseiten aus dem Darknet nennt man auch Hidden Services. In der Regel sind sie nur über das sogenannte Tor-Netzwerk erreichbar. Ich lade den Tor-Browser runter und schaue mich im Darknet um. Also was ich schon mal nicht brauche, um im Darknet anonym zu sein, ist das alles hier. Das ist reines Klischee. Was ich aber auf jeden Fall beim Surfen im Darknet brauche, ist ein VPN. Denn die Gefahr, dass man Opfer eines Betrugs oder Hackers wird, ist hier besonders groß. Der Tor-Browser leitet mich zwar über verschiedene Knotenpunkte weiter, um meine Verbindungen zu anonymisieren, aber diese Knotenpunkte können theoretisch immer noch von Dritten überwacht werden. Tor bietet also keine hundertprozentige Sicherheit. Deshalb nutze ich zusätzlich noch NordVPN, den Sponsor des heutigen Videos. Bei der Nutzung eines VPNs
wird meine Verbindung, schon bevor sie ins Tor-Netzwerk geht, anonymisiert und verschlüsselt. So sind meine Daten und meine IP-Adresse komplett geschützt. NordVPN bietet aber natürlich nicht nur im Darknet größtmögliche Anonymität, sondern auch im normalen Internet. Mit einem einfachen Klick kann man eine Verbindung zu einem von über 5000 Servern in 60 Ländern herstellen. Und trotzdem läuft das Ganze super schnell. Dazu kommen natürlich noch die ganzen anderen Vorteile, die euch ein VPN bietet, wie zum Beispiel das Streaming von Filmen und Serien, die es nur in bestimmten Ländern gibt. Ich habe mich dank NordVPN auf jeden Fall sicherer gefühlt, als ich mich bei der Recherche zu diesem Video auf teilweise echt dubiosen Seiten rumgetrieben habe. Auf nordvpn.com/tomatolix bekommt ihr 73% Rabatt auf das 2-Jahres-Paket von NordVPN. So bezahlt ihr nur 2,69 Euro im Monat und es gibt noch einen Monat gratis obendrauf. Den Link dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung und jetzt schaue ich mich mal so ein bisschen im Darknet um. Ihr habt dann überlegt, yo, lass uns mal einen Darknet-Shop basteln. Ja, wir kamen ja eigentlich gar nicht aus der Darknet-Ecke, ne? Und wir haben gesagt, hey, wir sind eigentlich ein cooles Team, ne? Wir ergänzen uns ganz gut. Und dann sind wir irgendwann, ich kann ja auch nicht mehr sagen, wer das von uns war, sind wir irgendwann so auf diese Darknet-Schiene gekommen, diese Marktplätze. Und dann haben wir uns das angeguckt und wir haben einfach gesagt, das können wir besser. Und dann haben wir angefangen zu entwickeln. Das war am Anfang wirklich dieses technische Interesse. Wir haben ein Jahr entwickelt, immer wieder getestet und so, und es war echt geil. Und dann haben wir released und wir hatten auch zu der Zeit eigentlich keinen monetären Gedanken, weil wir wussten, okay, es gibt, ich sag immer, eBay und Amazon gab es schon. Ja. Es gab Alphabet, Dreamarket und vor allem im Darknet ist es so, dass die Leute nicht auf andere Marktplätze gehen. Da, wo es klappt, da gehen die hin und die vertrauen keinen neuen Marktplätzen. Also ich glaube, ich habe jetzt ein paar relativ seriöse Plattformen gefunden. Auf jeden Fall sehen die so aus. Also hier gibt es echt alles. Wir haben hier Speed, afghanisches Heroin, Falschgeld. Es gibt hier natürlich auch Kokain, Crystal Meth. Aber man kann ja auch hier sehen, welche Kategorien es gibt. Benzos, Cannabis, Ecstasy natürlich, aber man kann sogar Alkohol kaufen. Hier gibt es auch eine Menge gefälschter Dokumente, zum Beispiel Führerscheine. Ich glaube, das wird echt schwer, hier was zu finden, was ich bestellen kann, weil ich will mich ja nicht strafbar machen. Das heißt, das muss schon was sein, was ich legal kaufen kann. Aber das Ding ist, die meisten Sachen, die man hier kaufen kann, die sind nicht legal. Was wurde dann bei euch so am häufigsten verkauft? Ich kann es dir gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Also wir hatten jetzt keinen Überblick über das, was jetzt im Einzelnen geht. Aber natürlich ist am meisten sind Drogen gegangen. Und ich denke, vom Gefühl her, das ist jetzt subjektiv, würde ich sagen, tatsächlich Cannabis und dann wahrscheinlich kommt Kokain, schätze ich mal. Gab es denn irgendwas, was ihr nicht verkauft hättet oder was ihr nicht zugelassen hättet, dass es auf eurer Plattform verkauft wird? Ja, also das war alles, was mit Pornografie zu tun hat. Kinderpornografie, normale Pornografie gab es bei uns alles nicht. Waffen waren verboten und dann natürlich auch so Sachen wie Menschenhandel oder irgendwie sowas in der Richtung. Man sagt ja immer so, im Darknet kannst du alles kaufen. Ist das wirklich so? Ich glaube, wenn du dich anstrengst, kannst du fast alles kaufen. Aber im Darknet gibt es auch viel Scam. Wenn du dann eine Waffe kaufen willst, dann zahlst du halt und kriegst nicht. Oder diese Auftragsmordgeschichten, ne? Ja. Also da bin ich mir eigentlich sicher, dass das alles Scam ist. Ich muss zugeben, ich finde das schon faszinierend, mir diese Shops anzuschauen und da so ein bisschen durchzuklicken. Weil das ist schon irgendwie spannend, was alles so verkauft wird, oder? Und es scheint ja tatsächlich genutzt zu werden. Also, dass einige Leute solche Sachen kaufen oder verkaufen. Da sitzt irgendwo jemand dann so in seinem kleinen Zimmerchen wie hier und verkauft dann halt irgendwelche Drogen oder gefälschte Pässe oder sowas. Schon verrückt. Und wie sieht so das Tagesgeschäft aus als, ja, Marktplatzbetreiber? Also ist tatsächlich so, dass ich während der Zeit ganz oft kurz vorm Burnout stand. Wir haben ja alle noch gearbeitet fest. Also ich habe einen festen Job gehabt und mein Tag sah im Endeffekt so aus, dass ich irgendwie um 4:30 aufgestanden bin. Dann habe ich erstmal Wall Street Market gecheckt, sind die Server noch online, gibt es irgendwie Sachen, die man machen muss. Dann bin ich arbeiten gefahren, dann bin ich eigentlich, die Tage waren eigentlich immer gleich, dann bin ich ins Training. Und dann bin ich wieder nach Hause und habe, wenn es gut läuft, bis 12 Uhr mich mit Wall Street Market beschäftigt. Ne? Dann hast du irgendwie neue Funktionen, die rein müssen. Es gibt Bugs, es gibt Support-Tickets. Also das ist jetzt kein Ding, wo von alleine läuft. Und wenn es schlecht läuft, wenn du so Sachen hast wie Serverausfälle oder Angriffe, DDoS-Angriffe, dann kann sein, du machst irgendwie eine Nacht durch und gehst dann morgens wieder arbeiten. Ne? Deine Familie und so hat das nicht mitbekommen? Nee, dann. Nee. Was hast du dann denen erzählt, was du in der Zeit machst? Also ich hatte damals schon immer Firmen im Bereich Internetmarketing. Also ich habe Webseiten gemacht für Kunden und Marketing. Meine Freundin zum Beispiel, die hat überhaupt keine Affinität zu Rechnern. Ne? Und im Endeffekt so ein Code von einem legalen Webseite sieht auch nicht anders aus wie, ja. Ne? Also selbst wenn du Programmierer bist, siehst du nicht gleich, dass das, was das ist. Ne? Und das war für mich halt so eine ganz einfache Lüge, mit der konnte ich das alles rechtfertigen. Also das habe ich meiner Freundin erzählt, das habe ich meinen Eltern erzählt.
Und die habe ich da alle halt echt über Jahre angelogen, also mit der Story. Ich treffe Dennis, einen der besten Freunde von Martin. Von ihm möchte ich wissen, ob es wirklich niemandem aufgefallen ist, dass Martin nebenbei einen der größten Darknet-Marktplätze betreibt. Man stellt sich ja so einen Drogenbaron ein bisschen anders vor. Ich habe den Martin so kennengelernt, wie er ist, als netten, zuvorkommenden Freund. Wir sind durch dick und dünn gegangen. In der Zeit war auch er mein Trainingspartner. Wir sind eigentlich immer ins Training gegangen zusammen. Und da habe ich nie irgendwie was gemerkt, dass er ein illegales Doppelleben hat. Das habe ich erst mitgekriegt, als er in U-Haft gegangen ist. Habt ihr das so als Freunde denn nicht irgendwie gemerkt, dass Martin super viel arbeitet, auf einmal viel mehr Geld verdient oder so? Dass mehr Geld vorhanden war, das war uns dann allen schon bewusst. Vor allem die Clique aus den Arbeitskollegen. Martin war halt immer der uns zum Essen eingeladen hat. Wenn wir feiern gewesen sind, hat er alles gezahlt gehabt. Und das waren auch Summen, wo jetzt theoretisch auch bei einem überdurchschnittlichen Gehalt, wo sie dann doch mal wehtut. Und das war halt alles so aus dem Stegreif gezahlt. Da ist man dann vielleicht doch mal ins Grübeln gekommen, ja, wo kann denn das Geld herkommen? Aber Martin hat halt immer die Ausrede gehabt mit seiner Online-Marketing-Firma. Das, was er erzählt hat, das war plausibel. Und dann hat es dem auch jeder geglaubt. Wie geht man denn vor? Also wie entwickelt man dann so einen Darknet-Platz, so eine Plattform? Das ist im Endeffekt nichts anderes, wie wenn du im legalen Bereich irgendwie eine Webpräsenz entwickelst, ne? Oder eine App. Du tust mal irgendwie grafisch aufzeigen, wie soll das Ganze aussehen, du überlegst die Funktionen. Dann trifft man sich immer wieder in Chabber zu so Meetings und sagt, ja, das muss rein und fängt dann langsam an, runter zu programmieren. Ne? Man macht erstmal irgendwie so das Frontend fertig, dann fällt dir da auf, das muss vielleicht noch rein und so baut sich das Stück für Stück auf. Dann müssen die Bugs gefixt werden und dann gehst du zum nächsten Modul über, sage ich mal. Okay. Und so haben wir das über ein Jahr lang gemacht. Also, ich habe jetzt echt lange rumgesucht, um irgendwas zu finden, was ich vielleicht bestellen könnte. Und zwar echt nicht leicht, aber ich habe eine kleine Auswahl gefunden. Zum Beispiel hier eine Glaspfeife kann man dann benutzen, um irgendwas darin zu rauchen. Das wäre eine Möglichkeit, weil ein Produkt aus Glas kann man ja auf jeden Fall legal kaufen. Eine andere Möglichkeit wäre Pfefferspray. Also es gibt hier auch ein Pfefferspray. Aber was mir eigentlich am besten gefällt, sind CBD-Blüten. Weil bei Cannabis ist das ja so, wenn das weniger als 0,2% THC enthält, dann kann man das legal kaufen. Gibt es ja auch hier bei uns verschiedene Geschäfte, wo man das ganz legal kaufen kann. Und auch im Darknet kann man CBD-Gras kaufen. Zum Beispiel hier 10 Gramm CBD-Weed legal, steht hier sogar drin. Das ist weniger als 0,2% THC hat und 6% CBD, kostet 19 Euro für die 10 Gramm. Ich glaube, das Coole bei CBD ist nämlich, das sieht ja aus wie normales Gras und das heißt, wir können uns mal anschauen, wie das Ganze dann verpackt wird und wie das dann bei mir ankommt. 1 Gramm Kali Haze, dieses Produkt wird aus Deutschland versendet wird bei uns Montag bis Freitag, also im Prinzip wie bei einem ganz normalen Online-Shop hier. Du kannst ja auch mal die Bewertung angucken und die scheinen auch überwiegend positiv zu sein. Also ganz viele, alles tipptopp, scheint alles gut zu sein. Der Verkäufer hat 1232 positive Bewertungen und 16 negative Bewertungen und schon über 1700 Verkäufe. Das wirkt ja auf jeden Fall so, als wäre das ein halbwegs seriöser Verkäufer. Dann denke ich, dass ich da bestimmt was bestellen kann. Bei uns war das gang und gäbe, dass viele Verkäufer Fake-Bewertungen machen. Das heißt, die machen sich dann einen Käufer-Account, bestellen bei sich selber und machen dann eine Bewertung. Da läuft alles über Reputation. Also Social Proof ist ja das Ding. Du guckst immer die Bewertungen an. Und da ist es noch mehr so bei Drogen, weil die Leute natürlich keinen giftigen Scheiß haben wollen. Also das heißt, man kann diesem Feedback im Darknet nicht wirklich vertrauen. Ich würde sagen, bis zu einem gewissen Maß, aber hundertprozentig nicht. Aber es ist im Clearweb ja nicht anders. Amazon-Bewertungen, Google-Bewertungen, ja, ne? Wird mit denselben Spielchen gespielt wie im Darknet auch. Würdest du denn sagen, dass es sicherer ist, auf so einem Darknet-Marktplatz was zu kaufen, als jetzt bei einem Straßendealer? Wenn ich jetzt Cannabiskonsument bin und wirklich irgendwie Cannabis haben möchte, wo vielleicht nicht gestreckt ist, ne, dann würde ich eigentlich fast sagen, ja, weil du halt immer noch diese Bewertungen hast, die zum gewissen Teil irgendwie zeigen, was da drin ist und was nicht. Und tatsächlich haben viele Verkäufer auch ihre Waren irgendwie an Labore gesendet und das dann auswerten lassen und so Zeug. Ne? Also ich glaube, aus Konsumentensicht ja, weil es halt ein bisschen regulierter ist. Und man muss halt nicht irgendwie auf die Straße sich mit dubiosen Menschen treffen. Genau, und das ist ja, genau, und das ist halt auch das, wo ich sage, ja, wir haben den Zugang deutlich erleichtert, weil es halt einfach, du hast diese Hemmschwelle nicht, du weißt nicht irgendwie, wenn du in den Park gehst, wirst du vielleicht abgezogen oder so. Ne? Leute, die Drogen dealen,
sind ja da auch nicht zimperlich unbedingt. Und deswegen würde ich schon sagen, aus Käufersicht, wenn du auch so auf deine Sicherheit achtest, dann würde ich sagen, es ist schon sicherer. Ja. Aber natürlich ist es schon so, dass die Verkäufer sagen immer, ich führe keine Liste oder so. Die Vergangenheit hat aber gezeigt, dass es halt nicht der Fall ist. Ne? Gerade bei deinem Zwillingsbruder, wahrscheinlich Flakes, da war es ja so, dass er einfach eine Excel-Liste hatte mit den ganzen Kunden. Es ist so, dass die Behörden schon mittlerweile sehr krasse Mittel haben und Wege, User zu identifizieren und auch Server. Bei uns haben die ja auch die Server gekriegt. Da weiß ich nicht, was sicherer ist. Also in dem Moment ist es vielleicht sicherer, irgendwie im Darknet zu bestellen. Wenn dann aber irgendwie ein Verkäufer gebastelt wird und Buch geführt hat, und das ist oft der Fall, kann es halt sein, dass es hinten raus dann nochmal Hausdurchsuchungen oder Vorladungen gibt. Okay, also ich habe mich jetzt entschieden, bei zwei unterschiedlichen Marktplätzen jeweils CBD zu bestellen. Einmal 1 Gramm CBD in den Warenkorb. Das gleiche mache ich jetzt hier nochmal beim anderen Marktplatz und bestelle hier die 10 Gramm CBD für 19 Euro. Oh, das sah für euch jetzt wahrscheinlich super kurz aus, aber das hat Ewigkeiten gedauert, jetzt diese zwei Produkte zu bestellen. Ich bin sehr gespannt, ob diesmal was ankommt und wann das ankommt. Ja, wir werden es sehen. Wie war denn so das Gefühl für dich, als der Marktplatz dann auf einmal immer erfolgreicher wurde? Die ersten Jahre haben wir eigentlich nichts verdient. Ne? Wir haben dann immer weiterentwickelt und so weiter. Und irgendwann war es dann so, dass andere Marktplätze offline gegangen sind. Da war es dann so, da kam dann der erste User-Ansturm. Und dann, ein paar Monate vor Zugriff, ist Dream Market hat angekündigt, die gehen offline. Und da ist dann auf einmal komplett eskaliert und ist voll die Kohle reingekommen. Und dann ist auch der Punkt, wo du sagst, ne, da bin ich ehrlich, ja cool, jetzt verdienen wir richtig Geld, ne, auf einmal. Wir hatten dann so viel zu tun, weil so viele User gekommen sind, aber das ist schon, du hast schon so eine Euphorie gemerkt, auch wenn wir miteinander geschrieben haben. Das war auf jeden Fall so. Wie viel verdient man mit so einem Marktplatz? Also ich kann dir jetzt gar nicht die genauen Summen sagen, aber da sind mehrere 100.000 Euro monatlich hängen geblieben. Bei uns war es ja so, wir haben ja dann diesen Exit-Scam gemacht. Ich hatte auf meiner Wallet, ich habe die Wallet ja aufgemacht, hatte ich zu dem Zeitpunkt 8 Millionen Euro in Bitcoin, also der Gegenwert. Wir hatten das dann ausgerechnet, zur Urteilsverkündung waren es 30 Millionen. Erklär mal, was ist ein Exit-Scam genau? Ja, das ist eine extrem ehrenlose Aktion, aber im Endeffekt ist ein Exit-Scam, dass du komplett die Leute abziehst. Bei uns war das so, wir haben Auszahlungen an die Verkäufer gestoppt, Einzahlungen weiter zugelassen. Und dann häufen sich halt die Bitcoins, ne? Dann tust du eigentlich die Verkäufer um ihr Geld bringen im Endeffekt. Das ist ein Exit-Scam, ja. Wie viel war das dann, was ihr da aus dem Exit-Scam mitnehmen konntet? Also ungefähr zu dem Zeitpunkt waren es 16, 17 Millionen sowas. Wir haben ja wirklich erst die letzten Monate richtig Kohle verdient. Und dann ist es, glaube ich, einfach auch die Gier geworden. So, dann ist es so die Gier gewesen, dann hast du dir irgendwie gesagt, ja, das nehme ich jetzt noch mit, ne? Und dann ist gut. Ich habe mich gerade noch mal bei einem Markt eingeloggt und gesehen, dass meine Bestellung expired ist. Das heißt, sie wird nicht verschickt. Das Komische ist auch, dass der Verkäufer jetzt schon länger nicht mehr online war. Also hier steht, dass der über 48 Stunden nicht mehr online war. Das Gute ist, dass ich das Geld zurückbekomme. Das Schlechte ist, dass ich jetzt halt meine Ware nicht bekomme. Und das ist schon ein bisschen nervig. Also das ist echt so ein Nachteil, dass man natürlich den ganzen Sachen nicht so richtig vertrauen kann. Es kann halt sein, dass der irgendwie hochgenommen wurde oder das, was weiß ich, passiert ist und man wartet dann auf seine Ware und bekommt die nicht. Zum Glück habe ich ja noch eine weitere Bestellung offen und ich hoffe sehr, dass die zumindest ankommt. Als es dann so gut lief, hattest du Angst, dass das jetzt irgendwie, dass ihr auffliegen könntet oder so? Nee, dieses Auffliegen hatte ich nie Angst, weil ich es persönlich damals nicht als so schlimm gesehen habe. Ich dachte, Grauzone, wir stellen ja nur den Marktplatz. Okay, jetzt ne? So naiv hast du das gesehen. So habe ich gedacht, ja. Und ich habe dann auch so, ne, so diese Standardausreden. Ich habe mir das am Anfang einmal so hingelegt und dann habe ich da nicht mehr drüber nachgedacht. Heute soll die Bestellung offiziell schon ankommen. Ich bin mega gespannt, ob schon was da ist. Nee, war wohl noch nichts. Muss ich wohl morgen nochmal gucken. Was ist jetzt am Ende bei euch schiefgelaufen, dass ihr geschnappt wurdet? Also es gab mehrere Ansätze. Das erste war, die Behörden haben es geschafft, die Server zu identifizieren, trotz Tor-Netzwerk, und haben die Server dann auch beschlagnahmt. Und von da wird halt weiter ermittelt. Bei mir war es Kryptoanalyse, die konnten eine Zahlung zurückverfolgen auf einen Account, der mit meiner Klarnamen-E-Mail-Adresse verknüpft war. Bei einem Mittäter war es so, dass der VPN geleakt hat. Also der hat die Verbindung verloren und die richtige IP-Adresse war zu sehen. Und beim anderen war es so, da hat kein VPN geleakt, nix. Er hat aber immer mit demselben VPN connected und dadurch konnten die dann ihn auch identifizieren irgendwann. Wie lief das dann mit der Verhaftung und wie ging es danach weiter? Es war so ziemlich genau 12 Uhr, als ich nach Hause gekommen bin. Und wir haben so eine Tiefgarage, mehr Parteien, da geht so eine kleine Rampe runter und ich fahre da um die Kurve und will reinfahren und sehe, da steht ein ziviles Auto. Und der fährt auf einmal rückwärts.
Und ich denke nur, oh Scheiße, der fährt mir aufs Auto drauf. Und dann ist auch schon die Hölle losgebrochen. Also überall Lichter, Schreie, dann sind die G9 Beamten voller Montur, wie im Film. Ich dachte erstmal, das ist irgendwie ein Überfall oder so. Und dann haben die mich aber auch ganz schnell aus dem Auto gezogen, die ganze Straße irgendwie abgesperrt. Dann haben die mich auf so eine Mauer gesetzt. Und dann kam der Einsatzleiter vom BKA. Der hat mir dann eröffnet, warum die da sind, hat mir den Durchsuchungsbeschluss gezeigt. Und dann sind wir zusammen über die Tiefgarage hoch ins Haus, also in die Wohnung. Und die haben dann erstmal geklingelt und meine Freundin und mein Kind wach gemacht. Dann haben die Wohnung durchsucht, 7 Stunden lang, ne, im Endeffekt. Wie hast du dann davon erfahren, dass Martin verhaftet wurde und dass er irgendwie anscheinend einen Darknet-Marktplatz betrieben hat? Ich habe es wirklich eine Woche später, als er verhaftet worden ist, erst in den Zeitungen gelesen. Und da stand Darknet, Gangsterbosse oder sowas sind verhaftet worden. Martin war halt in der Zeit auch nicht in der Arbeit. Das war auch so eine Sache. Und dann habe ich 1+1 zusammengezählt, wo ich dann auch gelesen hatte, wie alt er war. Und dann haben auch die ganzen Arbeitskollegen und wir haben uns ja so ein Bild gemacht, ah okay, das wird wahrscheinlich der Martin sein. Was hast du da gedacht? Man glaubt es nicht, man verdrängt es. Und mir ging es auch in der Zeit echt scheiße. Ich hatte einfach 2 Wochen durchgehend Bauchschmerzen, keinen Hunger und konnte nachts kaum schlafen, weil mich das ja auch so ein bisschen mehr betroffen hat als andere. Und das war eigentlich so die ersten emotionalen Punkte, wie ich das so alles aufgenommen hatte. Dann gab es irgendwann die Verhandlung. Ihr habt dann direkt gestanden alles? Ja, wir haben ja schon in Haft gestanden. Also wir haben alle schon in Haft eine Aussage gemacht und haben da vollumfänglich gestanden im Endeffekt und auch unsere Rechner aufgemacht, die Bitcoins freigegeben, alle 3. Also ihr hättet ja auch sagen können, okay, yo, wir warten jetzt einfach die Haft ab und danach haben wir noch unsere Bitcoins und sind reich. Hätten wir machen können, ja. Die Behörden hätten die auch nicht aufgekriegt. Ich glaube, bei uns war das für alle eine einfache Entscheidung, was bringt dir irgendwie Geld, wenn du da im Knast sitzt, dein Kind nicht siehst und dann kommst du irgendwann raus und du hast niemanden mehr. Viel Spaß mit dem Geld. So, für mich war es keine schwierige Entscheidung. Ja, und das war dann auch der Grund, warum wir dann aus U-Haft entlassen wurden, unter Auflagen. Ne? Und die Sache hat sich dann noch über 2 Jahre gezogen. Und wie war das Urteil? Also es ist auf jeden Fall anders ausgefallen, als wir es erhofft hatten. Es war ja noch, der Ermittlungstatbestand war ja Beihilfe. Vor der Verhandlung kam natürlich dann die Anklageschrift und es war für uns alle eine Überraschung. Bandenmäßiger Drogenhandel und Untreue wegen dem Exit-Scam. Und dann war Tag der Urteilsverkündung und im Endeffekt sagte er 7 Jahre, 9 Monate. Und das war in dem Moment schon so ein Schlag in die Fresse irgendwie. So, neuer Tag, neues Glück. Mal gucken, ob heute was angekommen ist. Verrückt, da ist eine Lieferung drin. Was soll ich sagen? Sieht aus wie ein ganz normaler Brief. Mal schauen, was sich darin verbirgt. Du wirst wann dann jetzt für so lange Zeit ins Gefängnis müssen? Weißt du das? Das weiß ich aktuell noch nicht, weil wir sind direkt in Revision gegangen. Weil wir es halt anders sehen. Aber es wird schon so sein, dass ich nächstes Jahr dann wahrscheinlich rein muss. Ja. Hast du Angst davor? Ja, es ist, ich habe halt um mein Kind Angst, ne, dass ich den alleine lasse. Also ich habe es gesehen, als ich von der U-Haft gekommen bin, es war schon ein schlimmer Moment für mich. Ne? Also das war ganz, der hat so geheult und das ist halt immer die Sache bei so Sachen, du tust nicht dir das an, sondern anderen Leuten. Und da habe ich Angst vor, ja. Weil dein Kind dann eine Zeit lang ohne Papa aufwachsen muss, ne? Ja. Wenn ich irgendwie zurückreisen könnte und mir das irgendwie als 15-Jähriger sagen könnte, würde ich sagen, Junge, verrenn dich nicht in so eine Geschichte, sondern nutz irgendwie so deine Skills für was Legales, weil das funktioniert auch. Das Problem ist an so Geschichten, und deswegen rede ich auch in der Öffentlichkeit drüber, weil du das nicht siehst im Internet. Das Internet ist abstrakt, du siehst deine Opfer nicht. Und das ist gefährlicher Internetkriminalität. Und im Nachhinein, ne, ist es halt eine ganz egoistische Nummer, weil du immer andere Leute ins Unglück mitstürzt. Ich habe eine Mutter, ich habe einen Vater, ich habe eine Familie und die leiden. Man muss eigentlich vorher überlegen. Ja, und das machen die wenigsten, ich auch. So, dann lasst uns mal schauen, was sich hier drin verbirgt. Fühlt sich an wie ein ganz normaler Briefumschlag. Ist auf jeden Fall hier nochmal gut zugeklebt. Vielleicht damit dann nicht so schnell jemand reinschaut, irgendwie die Post oder so. Wobei die Post ja mittlerweile auch Briefe öffnen darf, wenn die irgendwie davon ausgehen, dass da zum Beispiel Drogen drin sind. Aber hier kann man jetzt echt von außen gar nicht erahnen, was da drin sein könnte. Mal schauen. Ich bin einfach mega gespannt, wie das jetzt hier aussieht und was da drin ist. Also hier drin ist nur ein kleines schwarzes Päckchen. Wobei das ja schon ein bisschen komisch ist, dass CBD dann auch so verpackt wird. Eigentlich könnte man das ja ganz normal verschicken. Aber wahrscheinlich wird genau so dann auch normales Cannabis verschickt, kann ich mir vorstellen. Also es ist so ein kleines schwarzes Päckchen. Dann schauen wir mal. Eine Mülltüte oder was? Ich reiß das jetzt auf.
So sieht das jetzt aus. Also einfach einvakuumiert. Dann schneide ich das mal auf. Ich könnte das jetzt theoretisch nochmal nachwiegen, ob das tatsächlich auch ein Gramm ist. Ich hole mal kurz eine Waage. Die Waage benutze ich übrigens sonst nur, um meine Espresso-Bohnen abzuwiegen. Okay, dann gucken wir mal, wie viel das dann auch ist. Ganz genau ein Gramm. Verrückt, okay. Also man wird nicht mehr beschissen. Das ist ja schon mal ganz cool. Ich habe keine Ahnung, was ich hiermit jetzt machen soll, weil ich benutze eigentlich auch kein CBD, ehrlich gesagt. Vielleicht freut sich ja irgendwer, den ich kenne, darüber. Würdest du denn sagen, dass es wichtig ist, dass es das Darknet gibt? Ja. Also nicht jeder lebt in einem Land, in dem man seine Meinung frei sagen darf und auch Informationen verbreiten. Und es ist natürlich auch wichtig für Whistleblower, für Journalisten. Und deswegen, das Darknet ist wichtig, auf jeden Fall. Es ist wie überall im Leben, wenn es Möglichkeiten gibt, werden die auf die eine und halt auch auf die andere Art genutzt. Und es wird immer so sein. Da müssen wir als Gesellschaft halt mit klarkommen. Ich halte es aber für sehr wichtig, dass es gibt. Von den zwei Sachen, die ich bestellt habe, ist diesmal immerhin eine angekommen. Aber man muss schon sagen, Darknet-Marktplätze sind gar nicht so anonym und sicher, wie man vielleicht zuerst denkt. Das heißt, auch da sollte man sehr vorsichtig sein. Was denkt ihr über das Darknet und Darknet-Marktplätze? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wenn ihr das ganze Interview mit Martin sehen wollt, dann schaut mal auf meinem Zweitkanal vorbei. Wir haben noch eine ganze Weile länger gesprochen und es ging vor allem auch noch um die Zeit nach der Verhaftung. Auf jeden Fall eine super spannende Geschichte. Und wenn ihr mein letztes Darknet-Video noch nicht gesehen habt, dann klickt einfach mal hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.